Hier seht ihr, wie es etwa aussieht in einem Verteilnetz. Und das hat schon einige neue Dinge, die vor einigen Jahren noch nicht drauf gewesen wären. Früher hat man die Energie zentral produziert, dann über ein Hochspannungsnetz zu den Endkunden verteilt. Heute sieht das ganz anders aus. Heute haben Einfamilienhäuser oder sonst große Hallen schon PV-Installationen auf dem Dach. Es gibt Windanlagen, die Strom produzieren. Wir haben heute Elektroautos, die wir zu Hause laden. Das ist die Realität und diese Realität, die wird sich noch akzentuieren. Ich werde vor allem über zwei Themen sprechen, die Mobilität und die dezentrale Produktion der also auf den Dächern oder sonst PV-Anlagen. Weil die werden uns am meisten beschäftigen als Verteilnetzbetreiber. Das Potenzial von Sonne ist im Wallis riesig. Fast jedes Dach auf diesem Bild, das ist ein Ausschnitt aus Bricklis, ist orange, das heißt sehr gut positioniert, um Strom mit Sonne zu produzieren. Also die Photovoltaik hat ein Potenzial und vor allem im Wallis neben natürlich der Wasserkraft. Die Kosten, es wurde vorhin schon angedeutet, die sind in den letzten Jahren massiv gesunken. Wenn wir im Jahr 2006 noch 100% Kosten haben, dann haben wir heute nur noch etwa 25%. Der größte Teil der Kostensenkung ist bei den Modulen, bei den Aktivkomponenten ist das etwas weniger. Dann etwas, was uns in die Hand spielt, wenn wir Richtung Erneuerbare gehen wollen, nicht unbedingt in die Hand spielt für das Portemonnaie, das sind die Energiepreise. Hier seht ihr das Frontjahr, in dem wir jetzt sind. Das wird gehandelt ab Januar 2021. Wir sehen hier, die Corona-Krise hat einen leichten Einbruch gegeben von 5 Rappen weg. Dann haben wir hier im Sommer verschärfte Klimaziele, die CO2-Preise stiegen etwas und dann ging hier die Post ab, die erhöhte Nachfrage auf den Winter hin, aufgrund von Gasspeichern, die nicht gefüllt wurden, auf Gas und Kohle und dann auch der Konflikt in der Ukraine, der sich angedeutet hat in mehreren Bereichen, also zum einen auch Kälteeinbruch, wir hatten Kraftwerke, Kernkraftwerke in Frankreich, die nicht am Netz waren. Wir haben die Pipeline Nord Stream 2, die nicht in Betrieb genommen wurden. Und dann auch eben Gazprom, die nicht gewillt waren, kurzfristig den Markt mit Erdgas zu fluten, sodass die Preise entsprechend quasi im Nirvana gelandet sind. Aber diese hohen Preise bedeuten auch, dass die Haushalte, die Betriebe die Elektrizität in Zukunft mehr bezahlen müssen. Und das wird auch einen Ansporn geben, vermehrt in Photovoltaikanlagen zu investieren. Auf dieser Folie ist angezeigt, wie der jährliche Verkauf der Leistung, der Photovoltaikleistung in der Schweiz ausgesehen hat. Wir haben hier von 2000 bis 2010, das ist eine Periode, da geschah noch wenig. Dann kam die KEF, die quasi Anschubfinanzierung, kann man sagen. Und dann hat das doch relativ stark zugenommen, ist dann etwas abgeflacht, hat auch damit zu tun, dass nicht genügend Gelder da waren aus diesem Fonds, die Photovoltaik dann noch weiter zu stützen. Das hat man dann wieder gemacht und seit dem 20 steigt es wieder stärker an. Also das heißt, wenn wir die Preise berücksichtigen auf der Energie, die ich vorhin gezeigt habe, dann wird das hier in diesem Bereich weitergehen. Die Photovoltaik stellt aber für die Netzbetreiber auch eine Herausforderung, oder? Wenn diese Zubaumengen kommen, dann müssen die Netze darauf vorbereitet sein, beziehungsweise wir müssen entsprechende Maßnahmen machen. Und ihr seht hier ein typisches Bild während einem Tag von einer Photovoltaikanlage. Also wenn das Wetter etwas bewölkt ist, Wolken, hin und wieder Sonne scheint, dann sieht
das eben so aus und das Netz muss mit diesen schnellen Änderungen standhalten und diese absorbieren können. Eine Anlage, das funktioniert, aber wenn dann das mehrere Anlagen sind und noch im gleichen Ort, dann sieht das schon etwas anders aus. Ein Beispiel noch dazu, ein interessantes Bild, die Sonnenfinsternis im Jahr 2015. Auch hier haben wir eine Abnahme, die ist nicht mal so krass, oder? Nach 10 Uhr. Die ist eigentlich recht smooth, da kommt man dort runter. Und hier war die Problematik eher, dass ganz Europa betroffen war oder ein Teil, wo diese Sonnenfinsternis durchgewandert ist. Und man kann sich vorstellen, wenn jetzt da sehr viele Photovoltaikanlagen sind, dass das schon eine gewisse Herausforderung ist, die ganze Stromversorgung stabil zu halten. Der zweite Aspekt für uns Netzbetreiber oder Game Changer, das ist die Elektromobilität. Auf dieser Folie seht ihr die Entwicklung der Elektromobilität. Und in den letzten Jahren, 2021, haben wir doch markante Zunahmen bei den Steckerautos, also sprich Hybridautos oder solche, die rein batteriebetrieben sind. Und wir sehen auch einen Abfall bei den Neuzulassungen im Bereich der Verbrennungsmotoren. Und so sieht die Prognose aus und das ist doch relativ krass, oder? Wir sind 2021 und wir gehen davon aus, oder jeweils, also die Swiss E-Mobility geht davon aus, dass man 2035, also in gut 10 Jahren, ist im besten Case oder im optimistischen Szenario, jedes Auto quasi, das neu verkauft wird, ist ein Steckerauto, also ein Auto, das elektrisch fahren kann. Im pessimistischen Fall sind es 90%, also sehr hoch. Und wir können uns das vorstellen, am Abend kommt man nach Hause, man will das Auto laden, das sind alle etwa gleichzeitig, die Arbeit fertig haben. Und dann steckt man ein und dann muss das Netz die Sache leisten. Ein anderer Teil, der auch noch wichtig ist, ist die Substitution von Öl, weg von den fossilen hin zu erneuerbarer Wärme, sprich die Wärme, also die PECs, oder? Anlagen, die wir haben, diese werden auch mehr Strom konsumieren in Zukunft und werden Ölheizungen substituieren, also Wärmepumpen. Also, jetzt was als Netzbetreiber? Der Titel ist ja, etwas reißerisch, Intelligenz statt Kupfer. So ganz krass kann man das nicht sehen. Es ist wichtig, dass wir Intelligenz ins Netz bringen. Das Kupfer wird aber nicht verschwinden, das wird bleiben. Aber wir sehen auf dieser Folie, dass wenn wir nichts machen, dann haben wir hier zwar tiefere Kosten, aber die Netzkosten werden hinten raus viel stärker ansteigen. Das heißt, wir müssen heute schon gezielte Maßnahmen machen, am richtigen Ort investieren, damit die Netzkosten hinten raus tiefer bleiben. Was heißt das? Wir müssen schauen, wie wir die volatile Produktion, die dezentral in den Griff bekommen. Wir müssen schauen, dass möglichst viel von dieser Energie vor Ort gebraucht wird. Dann mit Demand-Side-Management arbeiten, Lasten entsprechend steuern, neue, smarte Technologien einsetzen, werden nachher noch dazu kommen. Und dann auch versuchen, die bestehenden Kapazitäten, die da sind, optimal auszureizen und etwas verbessert auch die Instandhaltung zu planen. Das sind die Achsen, wo wir uns bewegen müssen als Verteilnetzbetreiber, damit wir auch in Zukunft noch die Haushalte und Betriebe sicher mit Strom versorgen können. Ich komme zu zwei Beispielen. Das eine Beispiel habt ihr schon grob gesehen oder wird auch noch gezeigt. Wir arbeiten mit der HESO zusammen an einem Projekt in Termen. Termen ist in der Nähe von Brig auf einem Plateau. Da haben wir relativ viel Zuwachs von Einfamilienhäusern mit den PV-Anlagen auf den Dächern. Und dort waren wir angehalten, etwas zu tun. Sprich, entweder konventionell neue Kabel rein mit größerem Querschnitt oder mit neuen intelligenten Technologien zu arbeiten.
Wir haben das analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass wenn man hier einen regelbaren Ortsnetztransformator einsetzt in dieser Transformatorstation und dann etwas weiter hinten noch einen Längsregler, dass wir die Spannungen in den Griff bekommen, die erzeugt werden durch diese Photovoltaikanlagen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir auch Geld sparen konnten. Also technisch sieht dann das so aus, will da nicht zu lange verharren. Hier seht ihr, wenn nichts gemacht wird, dann überschreiten wir die Grenzwerte. Und wenn wir die neuen Technologien einsetzen, sind wir während 24 Stunden in den Grenzwerten. Das ist das eine Beispiel. Das zweite Beispiel geht um die Ladestationen, vor allem in Tiefgaragen, also wo mehrere Autos laden können. Ihr seht auf dieser Folie, es ist ein Auto, das hier ladet, aber das wird wahrscheinlich in naher Zukunft viel anders aussehen. Und da versuchen wir, das dynamische Lastmanagement einzusetzen. Das heißt, wir haben hier eine maximale Höhe, die wir nutzen können von der Sicherung, von der Liegenschaft. Dann haben wir den Verbrauch der Wohnungen schematisch dargestellt. Und beim dynamischen Lastmanagement haben wir die Chance, dass wir eigentlich den ganzen grünen Bereich nutzen können. Das heißt, wir können zuerst mal das nutzen, was schon existiert, und vielleicht dann, wenn es dann noch mehr Autos gibt, erst in einer zweiten Phase noch Verstärkungen reinbringen in die ganze Geschichte. Das heißt, wir sparen Kosten auch. Es sieht anders aus, wenn man ein statisches Lastmanagement hat. Dann reserviert man ein fixes Band für die Ladung der Autos, und damit die Wohnung dann hier trotzdem noch Strom hat. Und ihr seht, alles, was eigentlich grau bleibt beim statischen Lastmanagement, das vergeben wir uns. Also das heißt, in dieser Zeit können wir nicht noch zusätzliche Autos laden. Also das sind zwei Beispiele, wo wir daran arbeiten, um unser Verteilnetz auf die Zukunft entsprechend vorzubereiten. Vielleicht sieht die Zukunft so aus. Es gibt in den Niederlanden ein Projekt, die Aardehuizen. Dort spricht man von einem Mikrogrid. Ein Mikrogrid hat die Eigenschaft, dass es sich vom Netz trennen kann und standalone funktioniert. Dann würde das etwas utopisch oder vielleicht auch in Zukunft so aussehen, dass man wirklich dezentral produziert und konsumiert und auch Energie zwischenspeichert, die man dann auch im Winter beispielsweise wieder nutzen kann, also eine saisonale Verschiebung hat. Und damit würde man dann auch entsprechend das Klima unterstützen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.